Hallöchen Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Geschichte. Unfall im Nationalpark. Mal sehen, was passiert. Martin, na los, aufstehen jetzt. Wir haben heute viel zu tun, du alter Langschläfer. Was ist denn los? Ich habe nur bis spät in die Nacht gearbeitet. Gearbeitet? Dass ich nicht lache. Du hast doch wieder nur Comics gelesen, sei ehrlich. Ja, schon, aber das war so spannend. Ja, deshalb bist du jetzt auch müde. Aber wir haben heute viel zu tun, also zieh dich an und komm. Das ist der erste Gang, sag ich mal. Das bildet sich auch an, nicht wahr? Oh, Martin, guten Morgen. Morgen, Karin. Na, wie geht's euch? Was steht bei euch heute an? Ach, nicht so viel. Wir fahren erstmal zu den Bibern und schauen, wie der Damm sich entwickelt. Also, bis später. So, Martin, hast du überhaupt eine Ahnung, was für uns heute auf dem Plan steht? Nein. Na, wir wollen heute Eddie den Adler und seine Familie besuchen. Schauen, wie sich die kleinen Küken entwickeln. Und da das in den Bergen ist, brauchen wir zuerst mal Ausrüstung. Na, du weißt schon, Kletterhaken, Klettereisen und so weiter. Ich hol das mal eben. Oh, alles klar, dann warte ich hier. Ich mach's mir ein bisschen gemütlich hier am Zaun. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich glaube, ich lehne mich mal an. Was? Hä? Was war das denn? Martin? Martin, wo bist du denn? Oh mein Gott, das Geländer. Oh, Martin, nein! Martin! Hilfe! Ach du heiliges Kanonenrohr! Martin, ich komme! Ich komme! Ich komme! Okay, ich bin da. Alles gut, Martin, keine Sorge, alles wird gut. Martin, hörst du mich? Geht's dir gut? Na los, dreh mir dich erstmal um. Alle! Hopp! Uiui, ich glaube, er ist bewusstlos. Sieht gar nicht gut aus. Oh, ich muss sofort den Krankenwagen rufen, nicht, dass er noch eine Gehirnerschütterung hat. Hallo, hier spricht das Nationalpark Lazarett. Was kann ich tun? Ja, hallo. Hier ist Petra vom Nationalpark. Einer meiner Kollegen ist eben vom Baum rausgefallen. Ich glaube, er ist bewusstlos. Bitte schicken Sie schnell jemanden. Kein Problem, sind schon unterwegs. Pascal, pass gut auf, wo du langfährst, sonst brauchst du noch einen Unfall. Schon gut, ich weiß, wo es lang geht. Außerdem müssen wir uns beeilen, das klang ernst. Ja, mag sein, aber ich will mich nicht verfahren. Ach, Papalapap, hier gibt's doch eh nur einen Weg. Also, Gas geben.